Aufbruch bei der evangelischen Studierendengemeinde in Karlsruhe. Heute soll getestet werden, kann der Hahn Bahn fahren? Der rote Hahn ist das Symbol der ESG. Er steht für einen kritischen Ansatz, verändern, querdenken, Neues wagen. So legt er zwar keine Eier, aber durchaus unkonventionelle Ideen. Also die Idee ist nach dem Kirchentag in Berlin entstanden, wo wir dann beschlossen haben, nie wieder mit dem Auto zu dem Kirchentag zu fahren. Und dann hat einer gemeint, naja, fahren wir doch nächstes Mal mit der S-Bahn oder Straßenbahn oder Stadtbahn oder wie auch immer und mieten uns eine und fahren damit dann zum Kirchentag nach Dortmund. Also die ESG hat schon eine starke Ausrichtung auch auf Öko-Fair Sozial. Und gerade ist ja so diese Sache mit dem Umweltschutz schon wieder sehr stark präsent. Und es ist einfach eine sehr umweltfreundliche und ökologische Variante, dann zum Kirchentag zu fahren. Also ich glaube, man muss das ganze Ding als Happening betrachten. Dafür nimmt man vielleicht in Kauf, dass es ein bisschen länger geht. Dafür nimmt man in Kauf, dass es nur eine Toilette gibt in dem Teil. Oder dass es vielleicht auch nicht ganz so bequem ist. Sitzplatz hat jeder. Die fixe Idee für die Anreise zum Kirchentag hat längst Unterstützung gefunden. Bei der Evangelischen Kirche Karlsruhe wie der regionalen Albtal-Verkehrsgesellschaft AVG. Deren Stadtbahn verkehrt im sogenannten Karlsruher Modell auch regulär weit über die Stadtgrenzen hinaus. Ob sie aber Anfang Juni wirklich im Schienennetz der Deutschen Bahn die 400 Kilometer bis nach Dortmund fahren kann, ist noch unklar. Der Hahn hat Karlsruhe bisher nicht verlassen. Jetzt wird es ernst. Die Bahnsteigkante kann den Hahn nicht aufhalten. Doch dann sieht es kurz so aus, als würden ein paar Zentimeter fehlen. Und dann, nach etwas Rangieren, ist er tatsächlich drin in der Bahn. Also ich habe ja vorher schon gesagt, das ist recht eng und recht. Und ja, war ja kurz davor, dass ich gesagt habe, es geht überhaupt nicht. Aber es ging jetzt doch. Also es hat jetzt wirklich wegen 3 Zentimeter hat es geklappt. Aber die hätten auch zu wenig sein können. Ich finde es einfach immer noch eine witzige Situation, mit so einem Riesenhahn alle Passagiere flüchten in der Bahn zu stehen. Der Spaßfaktor steht außer Frage. Nur der Platz ist doch recht knapp. Ob also Stadtbahn und Hahn Anfang Juni tatsächlich Richtung Dortmund ins Rollen kommen, wird sich noch zeigen.